Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur heutigen Marktanalyse. Der S&P 500 hat sich der psychologischen Marke von 4000 Punkten angenähert. Der langfristige Abwärtstrend ist intakt, aber das kurzfristige Bild scheint sich jetzt etwas aufzuhellen. Das und mehr schauen wir uns gleich genauer an. Der Risikohinweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollen Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber in die X-Station zu den Charts und fangen mal mit dem S&P 500 an. Die Stimmung im Abwärtstrend scheint sich weiterhin zu verbessern. Das ist die große Struktur. Und hier haben wir diese Erholungstendenz. Wie sieht es beim DAX aus? Der deutsche Leitindex bricht in dieser Woche über das Märzhoch aus und scheint auch die 15.000-Punkte-Marke knacken zu können. Euro-Dollar ist über das Dezemberhoch ausgebrochen. Ob das jetzt nachhaltig ist, das könnte sich möglicherweise im Laufe der heutigen Sitzung entscheiden. Um 14:30 Uhr gibt es nämlich die Inflationsdaten aus den USA und die könnten jetzt eben darüber entscheiden, ob der Ausbruch nachhaltig ist oder ob es vielleicht doch eine Umkehr gibt. Wie sieht es am Ölmarkt aus? Die Ölsorte WTI erholt sich in dieser Woche. Das ist natürlich im kurzfristigen Bild positiv, reicht aber nicht, um den Trend umzukehren. Das würde sich erst hier oben entscheiden, bei knapp 83 Dollar, letzter Abwärtsimpuls. Und dieser Bereich muss also nachhaltig durchbrochen werden. Zumindest haben sich die Chancen auf eine Trendumkehr in dieser Woche wieder verbessert. Kommen wir zu Bitcoin. Der Bitcoin testet in dieser Woche das Dezemberhoch und nähert sich auch dem 50% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung überein. Das heißt, hier könnte sich heute entscheiden, ob es weitere Erholungschancen gibt oder ob sich vielleicht ein Double Top abzeichnet. Und das wäre vielleicht die Möglichkeit, den Markt nochmals abzuverkaufen. Das war's von mir. Eine ausführliche Analyse gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.